Servus Freunde, ich hoffe es geht euch gut. Willkommen auf meinem Kanal bei diesem Video. Ich bin auf der Suche gewesen in der Vergangenheit nach einer Dashcam und bin tatsächlich fündig geworden beim Hersteller Fitcam X. Und die kam jetzt an die Dashcam und ich möchte die euch nicht vorenthalten. Daher dieses Video, einmal das Unboxing und dann später die Installation und die wichtigsten Key Facts zur Kamera und zur Eigenschaft. Genau, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Unboxing. Von ersten Blick sehen wir mal zwei einzelne Kartons. Einmal Accessoires und Dashcam. Denk mal, Accessoires werden vielleicht Kabel oder sonstiges drin sein. Holen wir mal hier aus der Verpackung alles raus. Und sehe da ein Verbindungskabel für den Stromkreislauf, ein Speitel und ein USB-Port. Der Speitel ist dafür da, dass man hinter dem Spiegel, also den Innenspiegel, Ablenkspiegel, die Kamera verbaut. Das ist das Stromkabel, um an Stromkreislauf die Kamera anzuschließen. Und hier wird dann die SD-Karte an der Seite eingesteckt und dann kann man es zum Beispiel auf einen Laptop ziehen. Dann zum eigentlichen Hauptwerk, sag ich mal, die Dashcam. Wie gesagt, OEM-Look. Soll super easy sein zum Installieren tatsächlich. Jetzt packen wir das hier mal kurz aus. Okay. Gut. Was auf den ersten Blick zu sehen ist, es ist sehr klein. Holen wir es mal raus. Okay, dann sehen wir schon mal das Label. Wir sehen die Verkleidung der Kamera. An den Seiten sehen wir hier Knöpfe. Einmal ein Aus und wahrscheinlich Aufnahme. Das Innenleben sowie halt die Verbauung der Linse und die SD-Karte an der Seite, die wir später rausnehmen können. 4K unterstützt tatsächlich und leicht einbaubar. Okay, dann gucken wir mal. Hier noch ein paar Materialien. Wir skippen aber das Ganze tatsächlich und bauen es mal ein. Ich würde sagen, dann starten wir mit dem Einbau. Da ich zwei absolute linke Hände habe und ich davon überzeugt bin, dass ihr das besser hinbekommt, habe ich euch das mal erspart, mein Elend, wie ich da die Verkleidung runter gemacht habe. Die vordere Verkleidung am Spiegel, es war eine kleinere Verkleidung, die ging tatsächlich sehr schnell weg. Das war innerhalb von, würde ich sagen, 10 Sekunden. Die da drüber, wo ich jetzt hier die ganze Zeit rumfummel, hat etwas länger gebraucht. Aber als ich sie dann runter hatte, musste man einfach nur den Stecker lösen. Bei der Dashcam war ja der Stecker mitgeliefert, das heißt, wir müssen einstecken, wieder drauf machen und hier seht ihr, dass ich die Kamera installiere bzw. zusammenstecke und befestige. Das ging auch relativ fix und sehr stabil auf jeden Fall. Es ist nicht im Sichtfeld von der Beifahrerseite und von der Fahrerseite, also alles gut. Mit meinen Fingern habe ich leider die Linse ein bisschen verschmutzt, deswegen habe ich die im Anschluss nochmal geputzt. Aber hier seht ihr auch, wie die Kamera nun aussieht, installiert hinter dem Spiegel. Also echt top, sieht echt super aus. Es ist echt das, was es verspricht. Der nächste Step wäre es, dann die App runterzuladen. Hierzu findet ihr in der Betriebsanleitung einen QR-Code oder es steht auch detailliert in der Betriebsanleitung drin. Dazu ist wichtig, dass ihr die Zündung einschaltet von eurem Auto oder das Auto anmacht, damit die Dashcam Strom bekommt. Und sobald ihr die App runtergeladen habt, müsst ihr sie öffnen und dann gibt es so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung. Dann werdet ihr mit einem WLAN verbunden, das generiert wird von der Dashcam aus, die wiederum betrieben wird von Strom von eurem Auto und somit ihr gleichzeitig mit der Dashcam verbunden seid.